Expansioni! Max Heine! Here we go, Brave Nation and NFC fans. This bout is 3 5-minute rounds in the lightweight division. Introducing your first warrior. Fighting out of the blue corner. This man's a mixed martial artist with a professional record of 22 wins, 7 losses, and 1 no contest. He stands 173 centimeters tall and weighs a ready 70.54 kilograms. Representing Enzo Gracie Jiu-Jitsu and fighting out of Azerbaijan, please welcome Action Warrior Babayev. And his opponent, fighting out of the red corner. This man's a big martial artist with a professional record of 9 wins, 1 loss, and 1 no contest. He stands 180 centimeters tall and weighs a ready 70.74 kilograms. Representing UFD Dusseldorf and fighting out of Switzerland, put your hands together for Hussein Lamon Bars, Kadi Marco Meyer. Your referee is Jan Popornik. So, da sehen wir die Gegenüberstellung. 36 Jahre Akshin Babayev, 23 bisschen Kadi Magomayev, der einiges größer ist als sein Gegner. Ein stabiler Typ, dieser Akshin Babayev. Ja, sehr, sehr spannendes Duell. Beide physisch sehr, sehr stark, beide ringerisch auch sehr, sehr stark, beide am Boden sehr, sehr stark. Deswegen hatte ich mich eigentlich schon auf den ersten Kampf damals gefreut und war ein bisschen traurig, als das Ding dann relativ schnell vorbei war wegen diesem Tieftritt. Und hatte mich auch auf das Rematch gefreut, das dann auch nicht stattgefunden hat. Also manche Kämpfe sind ja ein bisschen wie verflucht fast schon. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich jetzt hier dieser Rückkampf entwickelt, jetzt wo er dann tatsächlich endlich stattfindet. Kadi Magomayev steht sehr, sehr aufrecht. Ist mir auch aufgefallen. Durchgedrückte Beine, aufrechter Oberkörper. So kämpft jemand, der nicht drüber nachdenkt oder keine Angst vor einem Takedown hat. Und manchmal, wenn diese Kämpfe dann zustande kommen, wenn es so viel Geschichte außenrum gibt, was er eben erzählt, dann werden die ein bisschen gurkig. Und zumindest mal diese lange Abtastphase hier zu Beginn der ersten Runde spricht dafür, dass beide zu viel denken, sagen wir es mal so. Keiner traut sich so richtig was. Hier und da mal Einzelaktionen zum Antesten. Bin gespannt, auch welche Taktik die beiden gewählt haben jeweils, wo sie die Stärken bzw. Schwächen des jeweils anderen sehen, denn wir haben jetzt auch viel Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Takedown geglückt von Kadi Magomayev. Sah ein bisschen so aus, hätte er jetzt nur drauf gewartet, um ehrlich zu sein. Ja, und das ist natürlich wichtig für Kadi Magomayev, denn genau hier kämpft er am liebsten. Hier kann er seine Stärke ausspielen. Hat eine sehr, sehr stabile Top-Control. Ja. Wir haben das zuletzt gesehen gegen José Marcos, den er aus der Guard, aus der Half, aus der Top-Half-Guard kontrolliert hat über 3 Runden hinweg. Also es dürfte sehr, sehr schwer werden für Akshin Babayev, hier unten rauszukommen. Mir tun eigentlich auch immer die ganzen Leute aus dem UFD leid, die das jeden Tag auf der Matte ertragen müssen. Ja, aber lieber im Training, als dann später im Kampf damit konfrontiert werden und nicht wissen, wie man damit umgeht. Ich muss jetzt hier ein paar Ellenbogen vom Rücken ausnehmen. Kadi Magomayev kontrolliert gut. Muss aber aufpassen, der Referee versteht da keinen Spaß, wenn man nicht aktiv genug ist am Boden. So, schöne harte Rechte da von Kadi Magomayev einmal durchbekommen. Babayev macht das schlau, isoliert die Hände, haut immer selber von sich aus den Ellbogen rein. Kadi Magomayev jetzt wieder im Stand. Da wollte er eigentlich nicht hin und jetzt muss er auf den
Boden, ist er reingerannt. Dabei schön abgetaucht unten drunter. Der macht das gut. Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, denn auch Akshin Babayev hat eine gute Top-Control. Und wir haben Kadi Magomayev noch nicht so oft vom Rücken aus gesehen. Zumindest hier bei NFC nicht. Wir sehen es, er scheint eine recht aktive Guard zu haben, arbeitet da viel mit der Ferse in der Hüfte von Babayev. Ja. Ist gefährlich für den Triangle, ist gefährlich für den Armbar dadurch. Geht immer wieder mit der Hüfte raus, das nennt man eine aktive Guard, gefällt mir gut. Isoliert jetzt hier nochmal den Arm auf der rechten Seite von Babayev. Der darf sich nicht in Sicherheit wägen. So, und da gibt's ein bisschen Ground and Pound hinterher. Babayev hat da selber nicht auf dem Schirm. Oh, ich hab's gesagt, es gibt Kämpfe, die sind verflucht. Ein Knie zum Kopf eines am Boden befindlichen Gegners, natürlich nicht erlaubt nach Unified Rules. Ja, und dann auch noch im Hinterkopf, also das wäre ja, es ist doppelt illegal. Ist es dann wieder legal? Ich weiß gar nicht. Nein, natürlich nicht. Minus von Minus ergibt Plus, meinst du? Ach Mann. Ja, und jetzt bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, wie Kadi Magomayev hier reagiert. Er wirkt da schon angeschlagen in seiner Ecke. Naja, und so ein Knie auf dem Hinterkopf, das ist jetzt was anderes. Oder auch auf dem Kopf, wenn man am Boden kniet. Hier sehen wir es nochmal. Das war die Seite vom Kopf. Ja, landet er auf der Schulter hier, sieht man es im Replay. Also beziehungsweise es streift die Seite des Kopfes. Ja, ist natürlich schwierig. Ja, aber es ist nicht legal. Es ist nicht erlaubt, das ist vollkommen richtig. Puh, Mann, 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 Mann. Aber es wirkt, als ob Kadi Magomayev hier weitermachen könnte. Zumindest wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Körpersprache oder den Gesichtsausdruck analysiere. Na, normalerweise gibt es kein Coaching in der Zwischenzeit. Also der Referee muss eigentlich den Kämpfer in die neutrale Ecke schicken dabei. Ja, also ich glaube, Kadi Magomayev wird hier weitermachen. Ist, glaube ich, auch keiner, der da den sterbenden Schwan spielt. Insbesondere, wenn man bedenkt, was die beiden für eine Geschichte miteinander haben. Also ich glaube, auch die wollen einen Schlussstrich unterziehen. Ja, klar, die wollen beide nicht mehr den anderen immer im Kopf haben, wenn die morgens aufstehen oder im Training sich um die Frage kümmern, welche Technik klappt da jetzt. Jetzt geht er nochmal ins Gespräch mit Doktor und Referee hier, Kadi Magomayev. Ja, ich glaube, der will auch schon loslegen. Der Ref sagt ihm, lass dir lieber ein bisschen Zeit. Und Wladimir Holodenko schreibt hier, der Kadi Magomayev hat den Babayev letztens in die Weichteile getreten und gemeckert, dass der nicht weiterkämpfen wollte. Ja. Das wird er jetzt natürlich umgekehrt nicht genauso machen. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, man steckt da auch nicht drin. So ein Tieftritt ist, damit ist auch nicht zu spaßen. Genauso wenig wie mit dem Knie zum Kopf. Aber es wirkt doch, als ob Kadi Magomayev hier bereit ist, wieder in die Vollen zu gehen. Und wer weiß, vielleicht gibt das dem Kampf nochmal so einen kleinen Twist. Die Frage ist, ob jetzt hier ein Punkt abgezogen wird, weil, also ganz im Ernst, ja, also das muss man als Profi schon drauf haben an der Stelle. Unabsichtlich kann man das ja nun nicht nennen. Also ich sag mal, so ein Kick unter die Gürtellinie, das kann immer mal passieren aus der Bewegung heraus, da Absicht zu unterstellen, ist schwierig, aber also so ein Knie abzufeuern, ist schwierig. Ja, und ich glaube, es gibt direkt einen Punkt. Ja. Ja, ein Punkt wird abgezogen. Da brauchen Sie sich nicht drüber beschweren. Nein, überhaupt gar nicht. Ich bin total ein Vertreter davon, direkt einen Punkt abzuziehen, selbst bei Aktionen, wo man sagt, naja, vielleicht war es unabsichtlich, denn am Ende des Tages bestrafst du sonst nicht den Täter, sondern das Opfer dieser Aktion, ja, genau. Muss man einfach sagen. Weil der hat dann vielleicht Ehre bewiesen, indem er weiterkämpft, aber hat eben einen klaren Nachteil und so, wenigstens wenn es über die Zeit geht, weiß man, dass man einen Vorteil hat. Und damit ist jetzt auch der Täter, um mal in deinem Sprech zu bleiben, mehr in Zugzwang. Der bis dahin ganz gut aussah aus der Top-Position und Kadi Magomayev hat es gelernt, besser nicht mehr in die Unterlage kommen. Jetzt schauen wir mal, Babayev ist im Stalking-Modus, läuft Kadi Magomayev dahinterher. Gut getimter Shoot von Kadi Magomayev, der Babayev hier am Zaun runternimmt. Noch hat er ihn nicht komplett unter Kontrolle, muss man dazu sagen. Er macht das schön, schneidet den Winkel, versucht ihn da wegzukriegen vom Zaun. Babayev jetzt auf dem Rücken.
Aber ich habe das Gefühl, dass der Referee nicht allzu lange laufen lassen wird, wenn hier nicht viel passiert. Wir haben Aua auch nicht mehr allzu lange auf der Uhr. Und das ist jetzt eine echt schwer zu wertende erste Runde, denn die Referees müssen ja diese erste Hälfte der ersten Runde im Kopf behalten. Dann gibt es nochmal die zweite Hälfte der ersten Runde oder den zweiten Teil der ersten Runde. Hier schauen wir nochmal ein paar Szenen dieses Kampfes an. Der Anfangsphase hier, der erste Takedown von Khadim Agumayev. Zwei hatte er, ganz klare in der ersten Runde. Und hier mal wieder diese aktive Guard von Babayev und dessen Takedown, als ihm da Khadim Agumayev ein bisschen ja, stürmisch hinterhergerannt ist. Und da diese Aktion mit dem Knie. Und selbst wenn das auf die Schulter gehen sollte, wir schauen da nochmal drauf, ja, es ging aber nicht auf die Schulter, dann war das eine Aktion, die einfach in der Situation nicht hätte passieren dürfen. Und selbst wenn jetzt hier Babayev die erste Runde gewonnen hat, dann wertet man sie 10-9 für ihn und zieht dann den Punkt ab. Das heißt, wir hätten dann jetzt unentschieden. Bedeutet gleichzeitig, gewinnt jetzt, sollte Babayev die erste Runde auf dem Punktrichterzettel gewonnen haben, sollte dann jetzt Khadim Agumayev eine gewinnen und Babayev noch eine, dann hätten wir ein Unentschieden. Das wir ja normalerweise selten sehen im MMA. Aber bis dahin sind es auch 10 Minuten Kampfzeit und in denen kann viel passieren, wie wir gelernt haben. Ja, wieder schön abgetaucht von Khadim Agumayev, als Babayev da reinkommt, aber gut verteidigt auch von Babayev. Und abgeklincht hier. Kopfkontrolle, bitte kein Knie schlagen jetzt. Das wäre ungünstig. Babayev versucht jetzt vorbeizukommen an der Schulter, an den Armen von Khadim Agumayev. Gar nicht so einfach. Wie man sieht. Also sehr, sehr ausgeglichenes Duell bisher. Jeder immer mal so mit längeren Phasen der Dominanz, aber immer wieder im Wechsel gefühlt. Bin gespannt, ob Babayev irgendwann nochmal den Takedown sucht, denn aus der Unterlage hat mir Khadim Agumayev nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich sein. Das ist auch eine gute Info an die zukünftigen Gegner. Khadim Agumayev faked hier immer wieder den Shoot. Aber Babayev steigt nicht drauf ein, antwortet hier mit einem schönen Kick. Aber sofort die Antwort vom Schweizer. Lebt ja in Aarau in der Schweiz, Khadim Agumayev. Trainiert aber im Grunde regelmäßig in Düsseldorf. Kommuniziert hier mit seiner Ecke. Babayev wartet da kurz ab und lässt ihn ausreden. Und bietet danach die Hand an zum Touch Glove. Knappe halbe Runde haben wir noch und bislang eine schwer zu wertende halbe Runde. Und ich weiß nicht, ob die beiden das wollen. Denn wenn das so weitergeht, dann stehen die am Ende der dritten Runde da und müssen ihr Schicksal in die Hände der Judges legen. Ja, und man darf eine Sache nicht vergessen. Also wir haben jetzt sehr viele Ringer-Exchanges hier gesehen zwischen den beiden, aber beide klagen auch eine ganz gute Rechte. Ja. Das heißt, deswegen sind die im Stand natürlich auch sehr, sehr vorsichtig, denn jeder kann jeden Moment shooten, jeder kann aber auch mal eine Overhand reinknallen. Das ist ein Schachspiel hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
Tja, Kadim Agmajew braucht ja im Prinzip nur noch eine Runde, um mindestens einen Unentschieden zu haben. Ui. Das sah so aus, als wäre er ganz kurz angeschlagen gewesen, oder? Das ist ja auch so, aber da kurz ausgerutscht ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Wir hatten das ja gestern bei der Contender-Veranstaltung auch schon gesehen, dass oftmals hier auf diesen Werbegrafiken es ein bisschen rutschiger zu sein scheint. Gut abgesprawlt von Babajew, direkt noch bestraft mit einem schnellen Haken. Und dem Scramble jetzt wieder in der Oberlage, Babajew. Und wenn er jetzt hier ein bisschen Schaden macht und wenn er hier bleibt bis zum Ende der Runde, dann könnte er mit dieser Schlussoffensive oder Offensive-Defensive die Runde geklaut haben. Also ich weiß nicht genau, was los ist mit dem Kadim Agmajew, aber ich habe das Gefühl, der ist heute nicht er selbst. Ja, er hat natürlich einfach einen Gegner, der genau die Dinge gut kann, die er selbst auch gut kann. Dadurch neutralisiert er viele Stärken von Kadim Agmajew ein bisschen. Und hat hier in diesen entscheidenden Szenen einfach die Nase immer ein bisschen vorn gehabt. Also er macht es dem Kämpfer aus dem UFD-Gym hier alles andere als leicht. Zwei Runden sind vorüber. Es waren stellenweise enge Runden. Hinten raus hatte Babajew für mich jetzt hier aber tatsächlich die besseren Momente. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt in der dritten Runde sich entwickeln wird. Also ich glaube, Kadim Agmajew braucht eine sehr, sehr starke dritte Runde. Ja, und er braucht zumindest mal die dritte Runde. Gewinnt er die und hat er die ersten beiden abgegeben, dann wäre es eben so eine 28-28 Situation, die wir ja ganz selten haben. Ja. Aber hast du ja am Ende einen Unentschieden, dann ist die Sache immer noch nicht gegessen. Eben, genau. Und das kann er ja auch nicht wollen. Und hier sehen wir es. Diese Zwischensituation, diese sogenannten Scrambles. Und in denen gefällt mir einfach irgendwie Babajew besser heute. Ich würde tatsächlich Babajew Runden 1 und 2 geben. Beide knapp, fairerweise. Ich habe tatsächlich auch Babajew beide Runden vorn. Die erste ein bisschen knapper als die zweite auf alle Fälle. Aber er kann, also er hat die Runde natürlich gewonnen, aber auf dem Punktzettel kann er sie ja nicht gewonnen haben aufgrund des Punktabzugs. Das heißt, die erste Runde im Grunde ein Unentschieden. Zweite Runde für Babajew. Das heißt, wenn Kadim Agmajew jetzt hier kein Finish holt, dann oder keine 10-8 Runde holt, dann wird es maximal ein Unentschieden für ihn. Zumindest auf unseren Zetteln. Aber wir müssen das Ganze ja Gott sei Dank nicht entscheiden. Und es ist ein Sport, in dem alles passieren kann, das sehen wir immer wieder. Und auch Kadim Agmajew kann finishen, das hat er oft genug schon gezeigt. 6 Siege durch K.O., 2 durch Submission. Musste nur ein einziges Mal über die Zeit gehen und das war in seinem letzten Auftritt hier bei NFC im August. Finisht allerdings, wenn, dann häufig direkt in der ersten Runde. Musste selten in die dritte in seiner Karriere. Und da gab es einen Finger im Auge. Also heute ist wirklich alles dabei. Hier hören wir es, der Referee sagt es, no coaching. In diesen Phasen, in denen sich die Kämpfer von einer illegalen Aktion erholen dürfen, sind ja maximal 5 Minuten, darf nicht gecoacht werden. Da hält sich aber grundsätzlich niemand dran, wie die Erfahrung gezeigt hat. Es gibt keine Ahndungen dafür. Ja. Aber es ist immer wieder auch eine Unterbrechung der Dynamik des Kampfes. Oh, schöner also Babajew Jab. Gefällt mir im Striking deutlich besser als Kadim Agmajew. Ist präziser, besseres Timing. Hat jetzt hier diesen Front Headlock. Ja, muss aufpassen, dass er nicht noch in eine Anaconda gerät. Aber sieht eher so aus, als würde Babajew das Ganze als... Ja, Babajew beschwert sich hier gerade, dass Kadim Agmajew in den Handschuh greift. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das hier ganz genau vor mir. Es sieht gar nicht so aus, als ob er in den Handschuh greift. Von hier aus sieht man es. Oder greift nicht da rein. Beschert sich
beschert sich zwar, aber greift nicht rein. Er hat zumindest nicht oben reingegriffen, da wo das Tape ist, aber er hat natürlich auch in die Öffnung drin gegriffen haben. Das hat man jetzt natürlich vielleicht nicht erkannt, aber er hat sich da sehr, sehr vehement beschwert. Das ist Fakt, sobald der Ref rumkam, hat Kadi Magomayev einfach umgegriffen. Also wer weiß. Erfahrene Profis kennen jeden Trick und die sind eng. Und das war's! Kadi Magomayev dreht das Ding! Holt die Guillotine! Was für ein Finish! Und ich hab's noch gesagt! Was für ein notwendiges Finish, aber er kann die Dinger noch drehen und macht das hier mit der Guillotine. Er kann es selbst kaum fassen. Also er war auf meinen Punktrichterzetteln zwei Runden hinten. Klar hat den Punkt bekommen für die illegale Aktion. Aber da im Kampf zu bleiben, mental, und noch so zu knipsen, Wahnsinn. Und wir sehen es hier, er und das Team sind emotional. Abus Magomedov mit in der Ecke und ich bin mir sicher, dass der in der Rundenpause die Ansprache bekommen hat. Alter, du musst das Ding hier vorzeitig machen, sonst wird das maximal nur entschieden. Er legt sich da auch hin, also hält sich die Seite vielleicht auch irgendwo nochmal verletzt. Was für ein Comeback-Sieg von Hüseyin Kadi Magomayev. Ich bin beeindruckt. Und ich bin sehr gespannt, was er uns gleich erzählt. Denn ich habe das Gefühl, der war heute nicht er selbst. Wir schauen noch mal rein hier. Scramble und gleich hier. Greift er um den Kopf und lässt sich da reinfallen. Isoliert noch den Arm. Er kommt da zwar noch mal raus, aber die ist so eng, die Guillotine, dass Babaev abklopft. Wahnsinn. All right, Brave Nation and NFC fans, another incredible battle inside the cage. This comes to an end at 2 minutes and 5 seconds of the third round. Your winner by guillotine, Hüseyin Lalanbaz Kadir Bakar!